In der Nähe von Deggendorf in Bayern. Nicole Neueder und Mario Renz von der Tierambulanz Notfallrettung Niederbayern versorgen kranke und verletzte Tiere. Die beiden fahren zu einem Notfall. Leitstelle für 1592, bitte kommen. Auf Anfahrt zu Katze am Baum. Wir fahren jetzt nach Landau an der Isar. Da ist uns gemeldet worden, dass eine Katze auf dem Baum oben ist. Das Problem ist, wenn die am Baum oben sind und man geht da hin, kraxeln die oder klettern die auf Hochdeutsch gesagt immer weiter rauf. Der Einsatzort ist 15 Minuten von Deggendorf entfernt. Dieser Notfall ist eher ungewöhnlich. Ich mache jetzt das seit 6 Jahren. Und mir macht es einfach wahnsinnig Spaß, Tieren zu helfen. So eine Einsatzkatze am Baum ist jetzt für uns nicht so alltäglich. Für mich ist das der erste Einsatz in dieser Art. Es ist für mich absolut spannend. Der Besitzer der Katze erwartet Nicole Neueder und Mario Renz bereits. Da ist er ja. Hallo. Rechts abbiegen. Können wir von vorn einer fahren? Die Katze ist da drinnen in der Au. Da müssen wir über den Feldweg reinfahren. Okay, darf ich Sie bitten, einen Mundschutz aufzumachen? Tue ich gleich. Danke. Okay, alles klar. Ich komme gleich. Sie brauchen gerade den Feldweg und dann geht es rechts rein und da ist dann gleich. Okay. Ich tue den Mundschutz auf und dann. Passt. Komme ich raus. Okay? Alles gut, klar. Danke. Das sind doch ganz schön hohe Bäume. Ja, also, wir müssen mal schauen, wie man da hinkommt. Es ist eh erstaunlich, dass sie es da gefunden haben. Ja. Bei den vielen Bäumen. Da sehe ich. Der Besitzer zeigt den beiden den Weg zur Katze. Bei der Einsatzmeldung mit der Katze am Baum ist man halt natürlich am Überlegen, wie hoch ist die Katze am Baum, wie lang ist sie da schon oben, wie ist der Zustand der Katze und natürlich dann auch, was für Hilfsgüter brauchen wir, um die Katze da wieder runterzukriegen. Gut. Oh Gott. Auf den Maulkorb. Ja, bleibt nichts anderes über. So, grüß Gott. Grüß Gott. Wir haben wieder einen Absteiger aufgefahren und haben uns erst einmal gesucht, weil wir gerade umgekehrt und er ist auf dem Baum nicht um. Passt ganz um. Das Deutsche Unterland für Niederbayern 1592. Wir haben einen Hubsteiger, der wo so ab 16 Meter auf Tege. Haben wir aufgefahren und dann haben wir geschaut. Ja, so. Einsatzstelle. Ja, haben okay. Gestern haben wir schon. Status 4. Nachmittag. Okay. Haben wir einen Kleinkehrer und haben wir noch einen gefunden. Lage folgt in Kürze. Das finden wir aber nicht. Ich höre ihn aber. Also da auf dem Baum, wo die Uhr dran ist, da ist er oben. Da kommt er. Ja. Mausi, wie kommst du nur rauf? Die beiden verschaffen sich einen Überblick und schauen, ob sie der Katze helfen können. Gegebenenfalls müssen sie Unterstützung nachfordern. Aha. Siehst du? Braucht eine Bergwacht. Die Katze sitzt im Baumwipfel fest. Das sind 25 Meter, 30 Meter. Und wie lang ist er da schon oben? Seit 2,5 Tagen. Okay. Leitstelle Unterland für Niederbayern 1,59, 2 mit Lage. Ja, dann schau, dass ich eine Bergwacht herkriege. Ja. Ja, jetzt haben wir erkundet, also die Katze ist da so weit oben im Gipfel, so ca. 25 bis 30 Meter.
Man sieht sie jetzt nicht mehr, weil ja die durch die Angst immer weiter nach oben steigen, wenn man versucht, da anzuleitern. Für die Feuerwehr ist das nichts, weil da, die können da nicht anleitern, weder mit der Drehleiter, weil da kann man nicht reinfahren. Nee. Und die Schiebeleiter reicht da nicht drauf. Jetzt müssen wir schauen, dass wir die Bergwacht kontaktieren und dass da ein Bergwachtauto kommt und die Bergwacht draufsteigt. Vor allem der Wind macht es auch noch gefährlich. Ja. Die Pflege war gestern auch mit, weil mir da hat gestern schon geschrien, wird es auch, dann hätten wir gesucht. Und durch den Wind hast du nicht, hat es nicht vernehmen können, sag mal, wo ist der Baum das ist. Okay. Der Besitzer der Katze macht sich Sorgen. Das war das erste Mal, dass die gefehlt hat, die Katze. Und uns geht es nicht gut, weil das ist eigentlich schon. Auch von meiner Tochter vor allem, ein und alles, die Katze, und ich hoffe, dass wir es runterbringen, gesund. Und dass das nicht mehr macht, dann sage ich mal. Also, das war uns das Wichtigste. Wie heißt denn eigentlich? Willi. Willi, Willi will es wissen. Ein gutes Jahr ist alles. Okay, na Junge. Ja, die Gefahr, also jetzt für die Katze ist da ja, da man sieht, der Baum bewegt sich ja immer, wenn es einen Halt verliert, dass die runterfällt. Auch wenn jetzt da Bergwacht draufklettert, macht es natürlich der Wind nicht einfacher. Die Gefahr ist halt auch immer, die Katze versteht leider nicht, dass wir sie retten wollen. Die Gefahr ist auch, dass dann irgendwie versucht wegzulaufen und trotzdem runterfällt. Auch für die Kollegen der Bergrettung ist dieser Einsatz nicht alltäglich. Ja, es ist doch eine gewisse Höhe und ja, man weiß ja nicht, vor allem, wo der Ast wieder rausgeht. Das ist dann der schwierige Part, aber wir werden sehen.